Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Airport CEO. Mein Name heißt Gardos und links eingeblendet natürlich grammatikalische, traditionell falsch ausgesprochen. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, die letzte Aufnahme ist ein bisschen her. Dann gab es noch ein paar Folgen, die nicht den Qualitätsansprüchen der Gardahol Online Media entsprochen haben, die ich also in die Rundablage entsorgt habe. Und in diesen bin ich unter anderem darauf eingegangen, was ihr denn so als Feedback geschrieben habt. Und einige haben gesagt, Mensch, Gardahol, du bist ja so Doom und Doff. Da ist doch ein Service Road auf dieser Seite. Warum baust du denn hier einen hin? Nun, den habe ich hier hingebaut, weil ich finde, dass das irgendwie cool aussieht. Und als Puffer sollten wir zum Beispiel feststellen, dass wirklich einer, der von euch geschrieben hat, naja, das wird ein bisschen eng, wenn an einem Mast hier die ganzen Flüge dranhängen. Das wird möglicherweise so nicht klappen. Und deswegen haben wir noch so ein bisschen Puffer. Das heißt, wir können das noch ein bisschen ausbauen. Sollte das nicht hinreichend groß sein, dann können wir da also nochmal ran. So, dann habe ich mir überlegt, wir haben echt das ein oder andere Problem auf unserem Flughafen. Denn das Design, so wie wir es uns das jetzt überlegt haben, das wird so wahrscheinlich nicht ganz funktionieren. Wir sehen zum Beispiel hier, wenn wir nur zwei Flüge haben, das werden wir gleich nochmal feststellen, beziehungsweise wenn dann auch vier Flüge abgearbeitet werden, dann werden wir feststellen, dass wir hier überhaupt nicht genug viel Sitze haben. Wir wollen doch übrigens mal prüfen. Ich hatte ja an jedes Gate, hier hatte ich zwei von diesen Tables gemacht und behauptet, das bringt was. Sehr viele von euch haben gesagt, das bringt überhaupt nichts. Was macht der denn jetzt wieder für einen Quatsch? Und auch das würde ich gerne überprüfen und nachschauen, ob und wie sich das gestaltet. Da kommen auch schon die ersten Flieger, die ersten Fluggäste. Dann wollen wir da doch mal schauen. Und bis dahin ziehen wir mal hier kurz das durch, damit wir da die Wege so ein bisschen klar Schiff haben. Auf jeden Fall können wir, glaube ich, schon mal sagen, dass hier zu wenig Sitzgelegenheiten sind. Und das nächste Problem, was wir uns auch noch angucken müssen, ist, haben wir hier oben genug Personal? Und müssen wir eventuell, weil diese Landebahnen hier, die werden ja doppelt verzweigt. Das heißt, hier kommt ein Medium Stand hin, hier kommt ein Medium Stand hin. Und dann müssen die sich nicht wie hier nur einen Ast teilen mit denen hier, sondern zwei. Ich denke mal, hier müssen wir wirklich zwei Fahrbahnen reinziehen. Ich glaube, das könnten wir auch jetzt schon mal machen, oder? Während wir darauf warten. Warum ist der jetzt auf? Die anderen gehen nicht auf. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, solange wir den nicht brauchen, würde ich sagen, wir bauen das hier schon mal um. Das heißt, wir bauen das hier weg. Gut, dass wir diesen Puffer gebaut haben, denn ja, jetzt können wir den nämlich auch verwenden. Um hier raus eine Landebahn mehr zu zaubern. Okay. So, dann würde ich gerne gucken, wenn jetzt vier Flieger da sind, wie die Überlastungssituation sich hier darstellt. Wenn das wirklich so schlimm werden sollte, wie wir das hier schon erahnen können, dann müssen wir mal überlegen, ob wir hier weitere Geschäfte überhaupt reinbauen. Andernfalls habe ich nämlich eine andere Idee. Und zwar, wir sind die ganze Zeit nicht so ganz mathematisch an die Sache rangegangen. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stands. Das heißt, wir brauchen hier 1, 2, 3. Hier würden wir jetzt noch zwei Check-ins bauen. Dann ist dieser gesamte Ast abgedeckt. Und sollte eigentlich schon funktionieren. Dadurch, übrigens mit den Bänken hier, ich glaube, das ist auch nicht optimal, ne? Die teilen sich immer die breiteste Seite. Und dann können die Leute hier nicht rein und raus gehen, weil hier die Bänke im Weg sind. Ich glaube, das ist auch noch nicht ganz optimal. Ich glaube, wir sollten diese ganzen Bänke nochmal umdrehen und hochkant stellen. Dann, das hier ist suboptimal, dass hier der Einlass ist. Diese Gepäckpendler sind noch suboptimal. Und deswegen würde ich gerne Folgendes machen. Dieser jener welcher hier ist ja der nächste, der in Betrieb genommen wird. Das heißt, ich würde gerne versuchen, das hier schon mal komplett fertig anzubinden. Und dabei sollten wir darauf achten, dass wir die Platzverhältnisse einhalten. Ich habe jetzt hier unten teilweise schon ausgebaut. Das hatte ich ja in den letzten Folgen angekündigt. Und deswegen würde ich Folgendes vorschlagen. Wir machen mal hier
erstmal, dass wir es ein bisschen besser sehen können. Und dann können wir auch hier den ganzen Kladderadatsch können wir abreißen. Den Kladderadatsch können wir abreißen. Und da hat gerade Flieger geklingelt. So, dann habe ich mal eben den Flieger durch die Tür reingelassen. Wie sieht's denn aus? Genau, wir wollten hier nämlich jetzt gucken, wie das beim Check-in ist, ob die wirklich zwei Desks benutzen oder nicht. Ich hätte behauptet, das tun sie. Der eine oder andere in den Kommentaren behauptet, das tun sie nicht. Das schauen wir gleich mal. Und was wir auch schauen müssen ist, ob wir überhaupt hinreichende Anzahl von Ramp-Agents und Co. am Start haben. So, das da oben ist fertig. Das heißt, hier können wir schon wieder ausbauen. Würde ich vorschlagen, dass wir dann hier die Taxiway Foundation nehmen. Dann einmal hier so hin. Ist natürlich jetzt blöd mit dem hier. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aber auf lange Sicht würde das dann so aussehen. So, hier werden Koffer gepackt. Da sind also Ramp Agents vorhanden. Hier stehen welche und hier sitzen noch welche. Das heißt, im Moment geht es noch gut. Ja, aber wir sehen hier, der Platz, der ist echt zu wenig. Das heißt also, Restaurants und so, ob wir die dann wirklich dahin bauen oder ob wir versuchen, das hier kompakter hinzubekommen, das wäre jetzt die Frage. Weil wenn die Restaurants hier nicht wären, dann hätten wir auf jeden Fall genug Platz. Andererseits brauchen wir die, um das Geld... Geld muss er hinkommen. So, wir schauen mal. Da kommen jetzt die Mitarbeiter, stellen sich da dran. Jetzt wird aufgerufen, das habt ihr gerade gehört. Ding, ding, ding. Und ihr seht, es werden beide Desks benutzt. Und theoretisch haben wir noch ein paar Mitarbeiter übrig, oder? Jawohl, hier sitzen noch welche rum. Funktioniert wunderbar. Okay. Ich glaube, wir hätten zum Beispiel die hier noch sparsamer aufstellen können. Aber ja, mal gucken. Jedenfalls, hier sehen wir jetzt zwei Flieger und die Sitze sind alle besetzt. Stellt euch vor, wir müssten jetzt hier auf der Seite noch die Leute rein verfrachten. Das heißt, ihr seht, wir brauchen hier auf jeden Fall mehr Kapazitäten. Unter anderem brauchen wir hier erstmal noch zwei weitere, oder zumindest einen weiteren, würde ich sagen, Security Point. Und dann würde ich sagen, nehmen wir mal die zweite Seite in Betrieb, also die hier oben. Da brauchen wir maximal 8 Check-in-Desks. Das sollten wir hinbekommen. Jetzt gucken wir mal eben, wie rum waren die. Die waren so rum. Das heißt, die hier sind so rum. Und dann, wie viel Platz davon weg? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Dann auf die Seite. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sieht falsch aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann, ach so, bis zur Bank. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ne? Genau. Die Frage ist, ob ich das mal enger baue, weil ich sehe jetzt nicht, dass hier zwei Platz dazwischen müssen. Wir testen das einfach mal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und damit haben wir für jeden einzelnen Stand hier haben wir zwei Check-in-Desks frei und könnten die theoretisch alle doppelt benutzen. Und dann brauchen wir natürlich auch wieder die Underground Belts, die machen wir jetzt mal neu. Also die hier machen wir erstmal weg. So. Ja, mit den Baggage Claims, da habe ich mir auch überlegt, das ist so alles suboptimal. Da werden wir also nochmal ran müssen. Und auch hier, das ist eigentlich schon ziemlich eng, ne? Wenn jetzt hier ein zweiter Security Point reinkommt, das ist schon ziemlich eng. Meine Überlegung war die folgende. Ich würde dann gerne hier versuchen, wir haben ja hier, der Ast sind zwei Stränge und das ist nur dieser Bereich hier. Der hier ist doppelt so breit insgesamt, ne?
Weil wir da einfach mal so viel Platz gelassen haben. Eigentlich brauchen wir den ja nicht. Das heißt, den würde ich gerne schon mal entzerren. Dann haben wir hier immer noch das Problem, oder wir werden das Problem bekommen mit den Fliegern hier. Und da habt ihr vorgeschlagen, und das war ja auch so ein bisschen meine Idee, dass wir das General Aviation davon so ein bisschen abgrenzen. Das würde ich jetzt auch mal gerne schon mal in Teilen anfangen, indem wir einfach mal sagen, wir nehmen hier die kleine Landebahn und basteln die hier hin. Für General Aviation sollte die ja alle mal reichen. Und wenn wir den ganzen Bereich nach hier hinsetzen, dann können wir den von dem großen abkoppeln. Das heißt, das können die auch schon mal bauen, die Jungs. Dann haben wir zumindest schon mal die kleinen Flieger hier aus dem ganzen Verkehrschaos raus. So, sind sie denn pünktlich? 10.05 Uhr soll er abheben. Das wird ein bisschen eng. Und der hier, 9.45 Uhr, ist auch ein bisschen eng geworden. Aber letztlich sollte das gepasst haben. Okay, aber das Ganze hier muss ich euch recht geben, ich denke, das wird wirklich ein bisschen eng. Das heißt, wir werden jetzt versuchen, das hier unten hierhin gehend ein wenig zu entzerren. Ein wenig zu entzerren. Zum Beispiel glaube ich, dass diese Bänke hier anders stehen sollten. Ich glaube, es passen mehr hin, wenn man die... Pass mal auf, wenn wir die senkrecht hinstellen, brauchen wir diesen Platz. Eine Bank. Zwei Bänke. Plus den einen... Ja, wir kriegen mehr hin, wenn wir die senkrecht stellen. Okay. Eventuell baue ich auch hier unten diese Check-ins nochmal um. Wenn das hier oben funktioniert. Das werden wir dann testen. Wir brauchen ja insgesamt eh mehr. Und die werden ja eigentlich auch nur dem Baggage Claim zugewiesen. Also wenn wir dann weitere Check-ins bauen, dann soll das passen. Und hier, also diese Baggage Claims, die sind, das ist viel zu eng. Da ist kein Platz für die Koffer nicht. Also das kommt auch alles weg hier, diesen Platz, wenn wir dann für Geschäfte nutzen. Und ich würde gerne dann die Baggage Claims dann direkt hier anschließen lassen, hier oben irgendwo. Jetzt haben wir hier noch einen Vertrag am Laufen. Der Vertrag ist ausgelaufen, das heißt, hier können wir schon mal den Raum entfernen und das abreißen, denn wir werden hier, wir werden hier oben, das werden wir alles neu machen. So. Das einzige WC, was wir haben, wollte ich jetzt nicht abreißen. Aber den Schalter schon mal. So, und dann kommen hier die Dinger an. Da müssen wir dann hier runter zum Baggage Belt. Das können wir auch schon mal einbauen. Dann können wir zwischen den Folgen, kann ich das denn vorlaufen lassen. Ja, damit ihr euch das Gebaue von den Bauarbeitern nicht angucken müsst. So, das war immer ein Abstand, ne? Jawohl. Ein Abstand. Dann mündet das da rein. Und dann kommen hier die Anschlüsse dran. Und ich sehe jetzt nicht, warum wir die nicht theoretisch noch enger bauen könnten, ehrlich gesagt. So, wir hatten die ja auch nur vor. Genau, und jetzt zeige ich euch kurz, warum ich meinte, dass mit den Bänken, dass es besser ist, wenn wir es so machen. Wir setzen mal das Heating hier rein, dann können wir das hier auch bündig machen. Jetzt gehen wir schon eins weiter rüber, als wir eben waren. Und, ach so, von der Höhe passt das dann nicht, ne? Ah, dang it. Weil hier so, ne, das ist parallel. Da haben wir mehr Platz verschenkt. Warte mal, passt. Warum passt das denn jetzt nicht? Von da nach da ist der gleiche Abstand, von da nach da. Und dann sollte doch hier... Ja gut, dann haben wir da oben jetzt ein bisschen mehr Platz für Warteschlangen. Ist vielleicht auch nicht schlecht. So, eins, zwei. Das sieht jetzt nicht nach mehr aus. Aber ihr werdet jetzt sehen, wenn wir die hier wegbauen, dann sollte das mehr sein. Das machen wir jetzt mal zwischen den Folgen. Oh, was machen wir noch zwischen den Folgen? Also das läuft alles. Es kommen jetzt auch keine Flüge mehr. Doch, die zwei Flüge kommen noch, aber die sind schon alle hier. Und das, ihr seht hier also, warum wir hier keine Geschäfte raufbauen können. Wir müssen den gesamten Platz hier immer für Bänke nutzen. Immer. Also immer die eine Seite Bänke. Und auch hier würde ich die dann alle senkrecht stellen. Und dann können wir den ganzen Bereich für Geschäfte nutzen.
Und hier oben, das ist nämlich das, worauf ich hinaus will. Hier würde ich dann hingehen und sagen wollen, wir bauen jetzt als erstes, ich male das mal eben kurz hier ein, damit ihr seht, was ich meine. Wir bauen jetzt als erstes den mittleren Stand und richten dann den anderen daran aus, weil wir dann wissen, wie viel Platz wir brauchen, wenn wir das mittig machen. Das heißt, wir gehen von hier, markiere ich mal kurz eben die Mitte. Das sieht jetzt ein bisschen hässlich aus, aber ich weiß nicht, wie wir es sonst machen sollen. Also das hier wäre die Mitte, ja. So. Das wird unsere Aorta. Und daran richten wir alles andere aus. Und das heißt, und auch das richten wir schon mal ein, wenn wir jetzt zum Beispiel Check-in-Desks haben wollen. Und die Leute sollen hier oben einchecken. Dann machen wir das mal anders. Dann machen wir erstmal die Security-Checkpoints hier rein. Und die würde ich auch wirklich, so dass wir hier den Platz nutzen, würde ich die wirklich hier oben rausziehen. So dass wir hier oben nur wirklich einen sehr schmalen Gang haben. Der Rest ist Geschäfte. Ja? Wir testen das mal. Also, es wäre dann so und so und so. Es geht alles nicht, weil ich die Zonen mal eben anpassen muss. Und dieser Ein- und Ausgang muss weg. So. Und so. Ja, das basiert ja auch jetzt zu großen Teilen auf dem, was ihr geschrieben habt, in den Kommentaren. Daran seht ihr also, dass ich kein Dummschwätzer bin, der nur erzählt, er würde alle Kommentare lesen, sondern das ist wirklich so. Also hier kommen vier Security-Zonen hin, das sollte eigentlich passen. Hier kommt noch eine hin. Und die hier wird dafür dann gleich geschlossen. Die ist schon geschlossen, die können wir schon mal abreißen. Denn hier kommt was anderes hin. Und ja, diesen ganzen Mittelbereich hier, der ist auch schon geschlossen, den können wir auch schließen und abreißen. Das einzige WC, was wir haben, möchte ich jetzt eigentlich nicht abreißen. Haben wir jetzt Glück, dass es auf der Seite ist. Und dann stellen wir noch Check-in-Desks auf, damit das alles jetzt bis zur nächsten Folge fertig wird. Und zwar, wir sollen hier einchecken, dann kommt hier so ein abgeschlossener Bereich und die Leute sollen quasi hier durchgehen. Und dann von der Security Station aus lassen wir mal, dann malen wir auch direkt mal auf den Boden, damit wir das immer von den Flächen her sehen. Security machen wir mal hier wieder dieses Marmor oder was das sein soll. Wenn das geklappt hat, mache ich euch übrigens auch den Ton mal ein bisschen lauter, damit ihr mal ein bisschen besser hört. Und dann machen wir, wie viele Zonen haben wir denn hier? 1, 2. Also 4 für die Warteschlangen. 1, 2, 3, 4. Und dann ist 4 wahrscheinlich ein bisschen eng. Machen wir 5, machen wir mal. Wir können es auch symmetrisch machen. Das war ein bisschen viel, ne? 1, 2, 3. Machen wir mal so. Das ist dann der Security-Bereich. Und dann kommen hier die Check-ins hin. Und die werden nach innen angeordnet, weil der People-Flow soll dann hier nach innen sein. Das heißt, so. Da fließt das da in die Wand rein, ne? Ich glaube, wir können die echt nebeneinander stellen. So, und dann brauchen wir für den hier 4 Stück, ne? 1, 2, 3, 4, genau. Das heißt, auf jeder Seite 4 Stück. Hier wird abgerissen, hervorragend. Ja, in der nächsten Folge sehen wir uns wieder, wenn das fertig gebaut ist. Und dann planen wir mal aus hier. Also, bis dann, besten Dank fürs Zuschauen. Empfehlt die Videos gerne weiter, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und jetzt dürft ihr noch ein bisschen hier Flughafenimpressionen sehen, wie Leute einsteigen. Euch danke fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss! Dieses und viele andere fantastische Videos in meinem Kanal gibt es dank der fantastischen Unterstützer auf Tippi. Schau doch mal selber vorbei, tippi.com/garderobe, und erfahre mehr darüber und über die Belohnung und viele weitere Infos zu diesem Kanal. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung.